Ich weiß noch, das erste Mal, wie ich mit Hamburg in Kontakt trat, ich bin ja nicht in Hamburg geboren, ich komme ja aus Cuxhaven, bin mit einem Schiff in den Hamburger Hafen eingelaufen und war beeindruckt von den Bildern und von den Ereignissen, die ich zum ersten Mal ins Auge fassen konnte. Unter anderem Blohm und Voss hat ja auch mein weiteres Leben geprägt. Das war die rechte Seite, auf der linken Seite habe ich zum ersten Mal eine U-Bahn gesehen, vorher noch nie. Das hat einen starken Eindruck hinterlassen. So liegt es also jetzt rund 58 Jahre zurück, dass ich zum ersten Mal eine U-Bahn gesehen habe und ich fasziniert war von dieser U-Bahn direkt am Hafenrand gegenüber von Blohm und Voss.